Gran was raised Catholic. Oma ist katholisch erzogen. But I never really heard her talk about God. Aber ich habe sie eigentlich nie über Gott reden hören, außer als sie im Supermarkt die Joghurtpackung fallen ließ. Oma hat schnell meine Ohren zugehalten. Wir haben alles aufgeräumt, bevor das Personal etwas gemerkt hat. Gran even offered to pay for them. Oma hat sogar angeboten, dafür zu zahlen. Gratis Joghurtbecher für mich, super. I asked her once. Ich habe sie einmal gefragt. She said, sagte, if there is a God, wenn es einen Gott gibt, dann in unseren Handlungen. How we help and wie wir einander helfen und uns lieben. Seems right to me. Hört sich gut an. So what should I finde do? Ich. Was soll ich also tun? I'm going to bring in my bei unserem nächsten Krankenhausbesuch bringe ich ihr meine Geschichte mit. Ich kann sie ihr vorlesen. Ich glaube, es wird ihr gefallen. Wenn ich es wirklich gut mache, kann sie vielleicht bis zu Bens Geburtstag wieder nach Hause. Aber zuerst muss ich weiter an der Geschichte arbeiten. Als sie den flammenden Höhlen entkommen war, machen sich Lump und Grace in einen düsteren Wald. Wagen sich hin. Danke, Wörterbuch. Aber Lump schreibt über Lump schreiben. Wird sicher Spaß machen. But if she's not so angry, aber wenn sie jetzt nicht mehr so wütend ist, braucht maybe sie vielleicht einen anderen Charakterfehler. Vielleicht Wankelmut, Kleinigkeit. Legt das Wörterbuch weg, Izzy. Unkontrollierbares Verlangen nach. Melone, Stinkfrucht, Grünkohl, schlimmer als Grünkohl, wie Papas Sportsocken. Lump verzieht das Gesicht nicht. Sie ist pures Feuer, himmlischer Geschmack ohne Kalorien. Unkontrollierbares Verlangen nach Melone, Stinkfrucht, Grünkohl. Nach Stinkfrucht. Stinkfruit. Gentle sunlight streamed. Sanftes Sonnenlicht umspielte ihre Gesichter. Sonne, wie ich dich vermisst habe. Das Himmelsfeuer ist warm. Wie Luft. Das ist der Drache. Wir müssen ihm folgen. Drache?